Was war das? Ah, ich habe das Walkie-Talkie ja genommen. Warum nimmst du denn noch das Walkie-Talkie? Oh, ein Eichhorn. Und ein Rabe. Gehe ich wieder ins Haus, So, das ist viel Spaß. weil ich dort angefangen habe. Und man sollte mir echt die Schokolade wegnehmen oder das Süße allgemein. Mir ist mittlerweile schlecht. Hast du schon gegessen? Geklaut? Wenn man das hier so stehen lässt. Reine Absicht. Das weiß ich. Ein Augenblick ist sofort fertig. Ja, ich stehe hier nur, spreche mit dir und sehe dir der sexy Stuart das vor mir zu, wie sie ein Feuerzeug hält. La la la. Genau. La la Du la musst la bedenken, das la. nehme ich alles schon auf. Ah, fuck. Dein Rollo klang auch gerade sehr gruselig. Ich werde auf Ja. meinen Laptop gespuckt. Immer der, der fragt. Bäh. Hallo? Hallo? Spiel. Ein Vogel sitzt Hallo, bei ich uns hätte im verkommen Fenster. zu Forest. Du stehst mir gerade mitten im Weg. Hoffentlich klappt das jetzt mit dem Voice Chat. Schade, das klappt so nicht. Alles gut. Müssen unbedingt jagen vielleicht? Sieh dir unsere Stände an, wir müssen unbedingt jagen. Spawnt einfach mal ein Reh neben mich. Ja, ich hab's gerade Was auch noch gesehen. blutig ist. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ja, ach so. Da war doch gerade ein Hasi. Ja, ich weiß, Da. ich versuche ihn gerade zu erschlagen. Versuche ich nämlich auch. Wo ist er? Ah, der zweite ging daneben. Ich sehe noch nicht, wo mein Wurfdings ist. Ich habe keine Steine mehr. Ah, da. Ich habe so viele Steine. Die hast du Ich mir muss alle irgendwie. geklaut. Natürlich. Steinchendieb. Ja. Die K Katzen mauzen sich gerade so an, es klingt, als würdest du da hinten lachen. Tot. Schön. Entschuldigung, Ich habe mich gerade furchtbar erschrocken. wovor? Vor den Katzen, weil die. Du hast mir nicht zugehört. Weil die gerade Die so. mürzen sich gerade so an, wie. Das klang wie, als würdest du da hinten lachen. Okay. Möchtest du einen Hasikopf? Wo bist du? So. Da, wo du nicht bist. Entfernst du dich von deinem Mikro? Nein. Weil du gerade auf einmal leiser wurdest. Nein, ich entferne mich nicht von meinem Mikro. Wie soll ich das machen, wenn. Wenn es ein Headset ist, ja, ich weiß, aber trotzdem. Richtig. Könnte ruhig mal wieder regnen. Das ist wahr. Ich möchte Kiesel haben. Warte, 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 jetzt. Was? Ich bin getötet. Ja. Und noch eins. Also ich bin ein schlechter Mensch. Aber wir brauchen was zu essen. Willst du lieber Überpopulation, Inzest und missgebildete Tiere? Zweite Option ist nicht besser. Nein, das stimmt. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Ich sammle gerade. Ich weiß. Du sammelst meine geschmissenen gerade. Hier hinten, bist du dir Ja. sicher? Ja, ich habe einen geschmissen. Du hast mich versucht zu treffen, du Arsch. Willst du mich verarschen? Als Strafe dafür, dass ich dich jetzt zweimal abgeworfen habe? Ja. Achso, Schildkröte, ich dachte gerade, was kommt denn da aus dem Wasser? Der Tod.
Soll ich sie wieder töten, weil du es nicht kannst? Meine Axt will sie ja nicht töten. So, Schuld. Aha. Ja, ich schlag 21 Mal drauf. Ich hab's nachgezählt auf der Aufnahme. 21 Mal. Und die stirbt nicht. Das sollte mir zu denken geben. Ja, deswegen sag ich. Hast du eigentlich schon einen Wasserbeutel? Ein Wasser was? Beutel. Nein. Müssen wir dir da noch basteln? Yes. Wenn wir spazieren gehen wollen irgendwann. Lululululu, so Hand in Hand. Einmal spazieren gehen. Lass uns Tauben vergiften im Park. Das war falsch. Tauben vergiften im Park. Was hast du? Leute. Was? Ganze vier Leute. Wir haben Besuch. Naja, es ist ungefähr nochmal die Strecke vom Wald zu uns. Einmal. Ich komm vorbei. Ich komm vorbei. Aber wir sind jetzt verschwunden. Aber wir kriegen bald Besuch. Sie waren Auskundschaften. Wir brauchen dringend Lichter. Ja, wir brauchen dringend Horstlichter. Ich komme den Stein nicht hoch, so. Nimm nur kleine Steinchen gesucht. Da hinten liegen noch ein paar. Ich weiß, ich sammle gerade. Kommen sie jetzt? Ansonsten retten wir uns ins Wasser. Ja, sie können ja nicht schwimmen, Ich sehe sie nicht, ich sehe niemanden. Nee, die sind nicht mehr da. Auch auf der anderen Seite. Ich hätte ungefähr die Strecke gesagt. Sie gucken sich unsere Mauer an. Wahrscheinlich. Und fanden das. Und fanden das Bauwerk sehr interessant. Also ich sehe sie nicht mehr. Ich schwimme gerade hier an der Küste entlang. Ach, falsch. So. Ey, nicht am Kabel ziehen, ihr Arschgeigen. Zieh die Katzen dir am Kabel? Ja, am Headset. Au, nicht die Füße. Nicht die Füße? Ich komm vorbei und werf gleich mit Steinen. Ich hab auch Steine. Du kannst aber nicht so gut treffen wie ich. Ich glaube, die sind auf meine Spielwiese gegangen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Weg. Immer jetzt gerade, damit sie mir bloß nicht hinterherkommen. Ich sehe dich, er kommt in Richtung Camp. Ich sehe niemanden. Er geht in Richtung Camp. Aber ein Einzelner, sein Freund kommt nicht mit. Katzen! Ich wollte gerade fragen, was macht ihr da? Die toben! Jetzt geht er die Steinwand hoch, aber er geht noch in Richtung Camp. Jetzt hat er gedreht. Ich sehe niemanden. Nein, es ist auch hier ganz, ganz weit weg. Ich sehe dich, aber ich sehe sonst niemanden hier. Er ist auf Höhe von mir, nur gerade hinter den Bäumen. Aber sein Freund kommt nicht mit. Ich spiele mal weißer Hai. Was? Ich spiele weißer Hai. Ja, ich auch. Aber ich sehe wirklich niemanden. Nein, er ist auch jetzt weg. Er war... Im Gegensatz zu den anderen dunkel heute. Ja, so einen habe ich auch schon getroffen. Die anderen sind, glaube ich, nicht so dunkel. Also könnte es sein, dass wir bald Besuch kriegen. Ja, ich soll hier Fackeln bauen. Wir brauchen unbedingt Totems. Ja. Zum Schutz vor ihnen. Schreibt man sie damit? Mhm. Ich habe jede Menge Totenköpfe, also Schädel. Mhm. Müssen wir es damit tun? Yes. Moment, ich möchte mal ganz kurz was gucken. Nochmal in den Einstellungen. Bist du noch da? Ja. Mhm. Wir können auch Fallen bauen für die. Das ist gut.
Eine Falle habe ich ja schon mal. Wir können uns auch Verteidigungsdornwände oder Verteidigungsdornen bauen. Ja. Kann man machen. Aber dann kommen wir hier selbst nicht mehr weg. Das ist wahr, das ist doof. Das sollte nicht so sein, oder? So, ich habe dich jetzt auf volle Lautstärke gestellt. Okay. Jetzt spielt das Spiel ja Aber nicht. ich weiß nicht, wie und wo wir Totems kriegen. Weiß es nicht. Ich meine, das kann man so bauen. Arschgeige! Nee, das bist du. Rannte jemand auf mich zu. Ich dachte noch, der ist aber komisch blau. Aber ich sah deine Überschrift nicht. Ich dachte, bei dir sei einer. Nein, bei mir ist keiner. Ich habe Hunger. Ich auch. Oh, hi Vogel. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Erwischt? Ja. Ja. Ey! Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ich auch nicht. Nein, Fehler. Wirklich nicht getroffen. Oh. Ja. Kann ich noch was aufhängen? Anscheinend ja nicht. Dann esse ich. Boah, Katzen, ihr stinkt so. Ja, ich weiß, ich rieche es auch. Wie kommt das nur? Das ist eine Haarspinne. Gute Frage. Bitte nicht so hoch. Ich brauche Ein Eich. ein Hörnchen. Da läuft ein Hörnchen lang. Hörnchen. Das vielleicht auch. Kommt jetzt gerade auf mich zu, die Sau. Ja, dann tötet das Einhörnchen. Habe ich vor. Zweimal getroffen. Es tut mir leid. Habe dreimal treffen müssen, bis ich starb. Lernen schwimmen, mein kleiner Freund. Oh, was bist du denn? Mein Haar rennt gerade durch mich durch. Ja, und bei mir bewegt er sich der Baum. Bäume bewegen sich, das ist normal. Bäume bewegen sich, das ist normal. Jetzt mache ich doch nur eine Axt. Was? Ich baue eine Axt. Nein, man be bewegte sich. Ich habe einen Strat platt gemacht und sammelte Stöcke, einen Stock ran und rollte auf einmal weg. Einfach so. Ja, das passiert zwischendurch mal. Wir können nur Keulen damit machen. Na. Na toll. Toll. Was? Kettensäge? Ach so, das ist ja, Ja. stimmt ja. Ich habe ja einen Kanister gefunden. Kommt ein Sturm auf? Könnte das sein? Weil der Nicht. Baum so wild so abgeht. Deswegen frage ich. Oh, ein Reh! Das blutige Reh ist ja da. Ach,
Warte, ich mal so. Dich nehme ich. Steht genau vor dem Stein und rennt jetzt weg. Tag, wir nehmen dahin. Ja klar, geh mal senkrecht den Stein hoch. Ja, tu es gerne. Ach so, da haben wir eine Mauer, haha. Willst du dich verarschen? Na, renn. Die Sau. Bist du noch da? Ja. Gut. Ich habe so Angst, dass die jetzt vorbeikommen. Das könnte auch passieren. Eine irgendwann. Nächtliche Gartenparty. Yeah, wir zerstören uns das ganze Haus. Hallo Baum? Haben die das überhaupt? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Mir auch gewundert. Wie heißt denn nochmal unser Freund? Wie hatten wir den genannt? Peter. Peter kann das. Was war das? Ein Baum. Hast du den gefällt? Ja. Okay. Er schreckt mich doch nicht so. Ich sehe gerade, wer hat denn das Katzenklo auseinandergebaut? Du vielleicht beim Putzen? Nein. Ich hab's zwar über ihn gestülpt, aber es stand richtig. I don't know, dann hat es vielleicht einer auseinandergedrückt von ihnen. Und wofür hast du den Baum gefällt? Um die Falle zu bauen. Ach, du musst mich doch nicht so erschrecken. Entschuldigung. Sollen wir mal grundsätzlich ein paar Bäumchen fallen? Ja, können wir. Ich habe ja da ein Holzlager. Ja, deswegen, ja. Ja, dann mach das. Aber am besten vielleicht außerhalb unseres Camps. Why? Weil innerhalb wir schon nur noch so wenig Bäume haben. Das sind sogar noch relativ viele. Willst du sie alle wegmachen? Die wachsen doch wieder. Ja, weil die brauchen ja ein paar Tage. Lululu. Außerdem wird langsam Nacht. Ein. Wegen deiner Frage eben, der Einzige, der auch noch Bäume fällen kann, ist Peter. Das weiß ich, das habe ich schon verstanden. Ich hoffe, Peter kommt mich irgendwann uns besuchen. Das hoffe ich auch. So, Fall ist fertig. Ich hab die To-Do-Liste aktualisiert. Nee. What? Weiß ich doch nicht. Wo ist die denn nochmal? In deinem Tagebüchchen. Büchlein, die letzte Seite. Ja, da bin ich gerade, aber... Ich habe hier nur das Bild von Peter. Und die Yacht. Ja. Nee, es ist die erste. Nein, es ist nicht die erste Seite. Es muss die letzte sein. Hm. Keine Ahnung. Ich. So. Na komm, fall doch. Hey, ich habe 3 Holzstämme aufgesammelt. Warum sind da jetzt nur 2 hier drin? Du kannst nur maximal 3 Tage.
Ich muss gleich dringend was trinken. Nicht erschrecken, ich lasse Baumstämme den Berg runterrollen. Okay. Ich sollte noch vielleicht langsam ins Bett gehen. Ja, habe ich auch vor. Aber erstmal wollte ich die runterrollen lassen, sonst finden wir sie nämlich nie wieder. Ach doch, die finden wieder, die verschwinden ja nicht einfach. Habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Weißt du doch. Ein Reh. Genau an der Axt vorbeiläuft. Stirb doch. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Und was? Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Nachtblindheit lässt grüßen.